Schauen wir uns mal um. Moment. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was du jetzt genau vorhast. Wir suchen Corrientes Expeditionstrupp. Expedition? Nennt die Inquisition ihre Raubzüge jetzt so? Warum willst du sie unbedingt finden? Garcia ist doch viel wichtiger. Geduld, Chani. Garcia ist Corrientes auf den Fersen. Finden wir Corrientes, finden wir auch Garcia. Ein Räuber jagt einen Verbrecher. Ich bin dafür, wir töten sie beide. Hier stirbt niemand ohne meinen Befehl. Ist das klar? Ja. Und trotzdem wäre es besser. Corrientes rennt mit seinen Leuten durchs Unterholz wie eine Herde Rinder. Es ist leicht für mich, sie zu finden. Ich werde helfen, wenn ich kann. Ja, das ist doch gut. Ich hab noch Grog übrig. Hier, nimm. Hier, nimm eine Flasche. Tavonga. Irgendwelche Vorschläge? Die Marakai haben ein reiches, weites Land. Das sollten wir erkunden. Okay, machen wir. So. Da haben wir schon Feuervögel. Ich hätte gedacht, dass wir hier hochkommen. So. Da habe ich doch schon einen Eingeborenen gesehen mit einem Speer. Die Expedition ist hier durchgekommen. Doch waren sie sich nicht einig. Viele Gefahren in diesem Dschungel. Ja. Corrientes hat starke Kämpfer. Stark, ja. Aber nicht schlau. Die Spuren sagen, sie haben sich aufgeteilt. Einige von ihnen sind hinauf Richtung Osten. Keine gute Idee. Die anderen gingen weiter nach Süden. Was ist da oben den Weg rauf? Ich rieche Gefahr. Wilde Tiere. Große Tiere. Das ist doch genau unser Kaliber. Was ist im Westen? Kann ich nicht sehen. Keine Spur führt nach Westen. Keine gute Idee. Wir gehen weiter. Gute Idee. Alles klar, Johnny. Auch wegen der großen Tiere, da würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt Sorgen machen. Wir haben schon den einen oder anderen Gargoyle erledigt. So schlecht sind wir da nicht. So, hier ist nämlich einer. Hier ein Feuervogel direkt dahinter. Ich würde den mal. Er ist da irgendwie am Suchen, ich weiß gar nicht. Wir sind stärker. So. Ja, erstmal hier ein bisschen Eindruck schinden. Okay, Kollege, was hast du dazu? Ogucho, Halima Gucho, Kabuki Bambule. Was ist los? Habib braucht Hilfe. Kabuki, sie kommen und überfallen Habib. Wer hat dich überfallen? Piraten. So wie du, Gucho. Aber dreckig und gemein. Sie haben mir auf den Kopf geschlagen und meine Jagdbeute gestohlen. Ich brauche sie zurück, Gucho. Sonst kann ich nicht nach Hause. Was ist ein Jäger ohne Beute? Wo sind die Piraten, die dich überfallen haben? Folge dem östlichen Weg den Hang hinauf. Du findest sie auf der anderen Seite der Brücke. Okay. Ich werde dir deine Jagdbeute wieder beschaffen. Oh, ich bin so erleichtert, Gucho. Aber bereite dich gut vor. Sie sind hinterhältig und stark. Lass das mal meine Sorge sein. Neue Quest, Habibs Jagdbeute. Kennst du vielleicht einen Piraten namens Harlock? Ja, Gucho. So nennen sie ihren Anführer.
Er hat mir das Fleisch gestohlen. Ein Koch der Eingeborenen das Fleisch klaut? Klingt wie ein schlechter Witz. Was? Schon gut. Mhm. So, dann gehen wir mal Richtung Süden. Beziehungsweise Richtung Westen. Es ist nur die Frage, ob wir jetzt die Brücke da oben nehmen müssen oder hier unten. Aber wir werden das hier sowieso alles erkunden. Von daher ist die Reihenfolge eigentlich egal. So. Da sind noch hier Sandteufel. Und ein Gargoyle. Angelaufen kamen und jetzt haben wir den Gargoyle hier noch vor der Flinte, wollte ich gerade sagen. Mal einen sehen. Zusammen. Sie waren auf der Jagd. Hier haben sie ein Tier erlegt und es den Berg hinauf nach Südwesten verschleppt. Okay. Das gucken wir uns mal an, Richtung Südwesten. Also hier. Aber mich interessiert auch hier das mit den Gargoyles. Den werden wir uns mal erstmal holen hier. Ah, das sind zwei Stück und auch noch von den Sandteufeln jede Menge. Zusammen. Oh, oh. Nicht schlecht. So, da haben wir noch ein paar Sandteufel. Ha! Ich komme! Oh! Gut. Eine Kiste und Eier. Zwei Stück. Ist noch ein drittes. Ein Schwertdorn. Schwertklinge Sturmwind. Schön. Gut, dann gehen wir mal den Weg rauf. Thank you.
ist noch so ein Affe. Dort auch. Hier ist noch so eine Steintreppe. Ach, hier. Narrenkappe, schön. Ein kleiner Bonus. Und hier haben wir ja auch noch einen Vorsprung. Oder doch, da könnten wir auch noch weiter, ne? Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Na komm. Na, ne, da kommen wir dann noch nicht mehr hoch. Johnny, wir kommen wieder zurück. Achtung. Gut. Na, sie hängt da jetzt auch gerade irgendwie so ein bisschen fest. Na, sie wird schon wieder herkommen. Johnny, hat sich das ein bisschen verrannt, ne? Da ist sie wieder. So. Hier haben wir schon mal so eine Art Lagerfeuer. Vielleicht können wir uns da ein paar Sachen auch... Hier hat Corrientes sein Lager aufgeschlagen. Sie sind noch nicht so lange weg. Die Spuren sind noch sehr frisch. Wenn du das sagst... Questerfolg, Corrientes Zwischenlager gefunden. Hier haben wir ein Bett. Ich denke mal, wir überbrücken mal die Nacht. So. Schauen wir mal in die Kiste. Ein Grog, ein Trank der Überzeugung und 15 Gold. So, mal sehen, wir uns mal ein paar Sachen mal im Braten hier auf dem Lagerfeuer. Hier roher Fisch und 9-mal rohes Geflügel. Da haben wir wieder ein bisschen was auf der Leiste hier. 36 Proviant. Gut. Ein Feuervogel. Oh oh. Na, das klappt schon ganz gut. Ich hätte gar nicht mitgerechnet, dass hier die Gargoyles schon wieder lauern. So. Dann gucken wir mal eben hier lang. Naja, das ist die Geschichte mit der Brücke hier. Und da hinten kann man dann auch mal so rum. Gucke ich mal immer hier oben. Ob wir da noch lang kommen. Nee, kommen wir nicht. So, aufpassen, dass wir nicht runterfallen hier. Das heißt, da kommen wir dann nur den anderen Weg lang. Und hier... Na, von
hier kamen, wäre er, ne? Genau, das war ja dieser Kreisel. So, das heißt, da kommen wir nicht weiter, beziehungsweise... Hier kommen wir nicht weiter. Aber hier. So, da ist noch so ein Gargoyle. Den nehmen wir mal eben mit. Da haben wir noch zwei. Ach, hier Feuerspeien auch noch, wa? Nicht reden, kämpfen. Ja, sie flucht da mal vor sich hin, ne? Da sieht's noch aus wie nach so einem Tempel. Aber hier habe ich jetzt auch noch einen Gargoyle auf dem Schirm. Da sind noch Eier. Drei Stück. Quest erfolgt die Gargoyle-Eier der Bucht von Marakai. So, und dann noch ihn hier, wa? So. Okay. Haben wir das auch erledigt.